Meine Freunde, wir sind wieder back in Business. Yes, wir sind im DLC von Bloodborne unterwegs, haben hier das Untergrundabteil freigeschalten und sehen... What the fuck is here going? Also da scheinen sie irgendjemand anzubeten. So, ich höre irgendjemand stampfen. Wir können da eine Leiter runtergehen. Und, ja. Nee. Fuck you, du Bitch. Gott. Fuck, wir haben keine Abwehr gegen Wahnsinn, ne? Neunzehn. Ah, Wahnsinn, da 38. 60. Okay, das ist doch schon immerhin ein Anfang. 28. Ja, wir schauen aktuell echt auf die Wahnsinnswerte. Oh, da sind wir eigentlich ganz gut dabei. Ja, nehmen wir das noch mit. So. Zu einer besseren Wahnsinnsabwehr. Beruhigungsmittel. Deswegen habt man Beruhigungsmittel. Hoppala. Verfluchter Mäßigung Dunstblutedelstein. Okay. Das war a little bit close, ne? Ey, sind die Viecher hier unten auch unterwegs? Oh, nee. Nein, Mäßigung Dunstblutedelstein. Verwandten. Hi. Warte mal, dann morphen wir mal. Voila, ups. LOL. Der ist... Ach, komm ey, den kann man nicht angreifen. Obwohl ich weiß, dass er da ist. Das ist echt gemein. Aber ich fürchte, die Tusen sind nur einmal da, leider. Weil die Steine fallen lassen haben. Ah, geht um einiges schneller, wenn wir es so machen. Ah, ich verstehe. So. Okay. So, die Ladies sind da oben. Das ist uns klar. Die Hand vor der großen Übel. Quecksilberkugeln. Ja, ein trauriges Dasein für die Mädels hier. Oh. Da schau. Die ist in uns drin. Ii. Wobei. Naja. Aber vielleicht, wenn wir so ein Ekelwüter wären, vielleicht würde uns das ja taugen. Ich weiß ja nicht.
keine Ahnung. Vielleicht stehen die da drauf. Das kann man ja nur mutmaßen, ne? So. Was haben wir denn hier? Fuck. Ruhe hier jetzt im Karton. Quecksilberkugeln. Narrendunstblut, Edelstein. Halbmond. So. Okay. Blutbrocken. Alter, ein Blutbrocken. Ein Blutbrocken. Oh mein Gott. Hammer nice. Aber das sagt uns, dass die Höhle fast durch ist. Alter, nice. Blutbrocken, damit können wir unsere Waffe upgraden auf Maximum. Super selten. Bis jetzt gab es nur eins im Spiel. Tja, jetzt gibt es zwei. Ich weiß halt nicht, wie es in den Chalice Dungeon, also in den Kelch Dungeons aussieht. Ob wir da eventuell doch mehr bekommen. Dass wir da in den Kelch Dungeons Blutbrocken bekommen. Aber aktuell bin ich noch gar nicht so weit. Wir haben nicht ganz so viele gemacht. Das macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Da werden wir auf jeden Fall noch mehr machen. Gut, dann sind wir hier soweit durch. 170.000. Boah, what the fuck. Wir haben echt viele Items haben wir jetzt eingesammelt. Vor allen Dingen Steine, das gefällt mir. Die Steine sind super wichtig, weil das für die Max-Waffen die einzigste Möglichkeit ist, die aufzuwerten. So, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal... Nein, wir haben ja das hier auch noch. So. Wir haben ja nicht nur das, sondern wir haben ja auch diesen komischen Gang, wo die ganzen Leute da drumrum, diese 5 Millionen Viecher. Wo haben wir das denn gesehen? Da haben wir das gesehen. What the fuck is denn hier going on? Oh, ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Und wir werden auf jeden Fall erstmal unsere Seelen ausgeben. Und unsere Blutfion holen. Weil ich fürchte, hier ist echt Ende der Fahnenstange. Oder ein Zwischenboss, das kann natürlich auch sein. Aber wir gehen dann aktuell kein Risiko ein. Wieso, wenn wir das hier in der Nähe haben? Scheiß drauf, ob wir geklärt haben oder nicht, aber... Wozu Risiko, wenn wir dieses Risiko gar nicht nutzen müssen? Gut, sind wir eigentlich hier nochmal durch? Ich weiß nicht, ob es hier eventuell was gibt, ne? Hinweise. Der Scharfsinn anderer Jäger, ja. Oder Idiotismus der anderen Jäger. Das, ja. Willkommen da. Was wünscht ihr? Nun gut, lasst mich nicht. Zwei und vier. 1 und 4. Ja. Lass uns Stärke maxen. Also, maxen in Anführungszeichen. Wir haben uns ja das Softcap von 40
auf die Fahne geschrieben. Ich weiß ja nicht, ob es danach noch sinnvoll ist. Das habe ich keine Ahnung. So, ja. Wir sind jetzt schon bei 410. Gebt euch das mal. Ah, okay. Stumpfer Angriff 10% mehr. Nee, die Frage ist, ob das 10%... Alter. Dauerhafter GP-Verlust. Ach, die sind verflucht, okay. Angriff gegen Verwandte minus 10%. Okay, das ist halt die Frage, ob das Sinn macht, ne? Okay, ja, das... Hier sind wir bei 18%. Ja, dann wenn dann hier drin natürlich, ne? 60 Bonus. 5, Alter. Ja, dann lass uns doch das nehmen, ne? 10% weniger Schaden. Schneller Gifteffekt. Blitzangriff 12%. Interessant, okay. So, Angriff 15%. Stumpfer. Ach, wir haben noch so ein Ding. Seltsamer Arkan. Arkanangriff 47. Plus. Wäre nicht ganz so sinnvoll. Naja, die Frage ist halt, inwieweit, ne? 47. Das macht halt anfangs Sinn. Aber zum Schluss. Der ist halt richtig krass. 317. Schaden. Okay, ja. Soweit kann man jetzt hier nichts mehr steigern. Soweit kann man jetzt nichts mehr steigern. Hier auch sehr hoch, 470 schon. Ach, ich habe den falschen Stein rein. Den können wir natürlich nicht verwenden. Dauerhafter GP-Verlust minus 8, das macht halt einfach keinen Sinn. Okay, schade für dich. Das wäre natürlich ein Hammerstein für dich gewesen. ...271 ist ja gar nichts. Ja, da hier. So, ja. Angriff gegen Verwandte. Das macht meine Waffe fast 700 Schaden. Das ist immer richtig krass. Und die 430, 520, fast 600 Schaden. Krasser Scheiß hier. So, dann reparieren wir die Waffen noch. Okay. So, Waffe verstärken. So, das Mondlichtschwert können wir tatsächlich maxen jetzt. Die Frage ist, die Wirbelsäge wäre auch nice. Keine Frage. Nee, wir machen schon das Mondlichtschwert, ne? So. Hammer, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wie stark ist denn jetzt eigentlich die Waffe? Hat die meine schon jetzt überholt?
180, 100, das ist natürlich schon krass. 317, was? 500, 680 Schaden macht die. 680 Schaden, die macht so viel wie die hier. Hammer, krass. Und die hat noch nicht mal die guten Steine drin. Okay, die hat aber auch gute Steine drin. Also wir haben jetzt sehr, sehr gute Waffen. Also, was heißt sehr, sehr gut, aber wir haben schon gute Waffen jetzt. Wollen wir den Boss machen? Ja, wir sind aber noch so früh in der Folge. 17 Minuten. Ja, lass uns mal im Boss reinschauen, ne? Das können wir ja uns jetzt... Können wir schon machen. Also ich denke, dass es jetzt so was ist. Also es fühlt sich jedenfalls danach so an. Sagen wir es mal so, ne? So. Wir können echt wählen jetzt. Die Waffen sind jetzt gleich stark. So. Oha, ich hab doch gewusst, dass ich da ein gutes Gefühl habe bei dem Ding. Das Riesenflunder. Nee, das ist eine Leiche, ne? Alter. Das ist ein Riesenfisch. Oh nee, seht euch die Klinge an. Alter, was hat der für eine Klinge? Waisenknabe von Koss. Alter, was verrückter Typ, ey. Okay. Aber der war auch schön. What the fuck? Oh.
Ja, schade, wir haben die nächste Phase nicht gesehen, ne? Okay, 550 Schaden machen wir jetzt inzwischen. Der Schaden gefällt mir. Wir können den auch kontern, was prinzipiell auch gut ist. Was wir aber vergessen haben, ist, dass wir unsere Runen noch austauschen müssen. Wir brauchen irgendwie eingeweihten Angriff, Bonus oder so. Das könnten wir theoretisch machen. Aber auch Leben oder so könnten wir auch machen. Da haben wir ja aktuell gar nichts drin. Ne? Erhöhung Gegenstand, Erdeckung, ja. Wiedergewinnungspotenzial. Violen könnten wir 4 Stück mehr. Ob das sinnvoll ist. Formlose Oedon haben wir eine. Gesundheitspunkte. Kann es sein, dass die gebufft wurden? Die wurden gebufft, ne? Wiedergewinnungspotenzial. Das heißt, wenn wir schlagen, dann kriegen wir mehr Gesundheit wieder. Aber ich würde tatsächlich irgendwas mit Eingeweidenangriff machen. Gewehren, QS-Kugeln 2, das brauchen wir nicht. Blutrausch, da gibt es bestimmt noch eine bessere Rune, aber wir haben aktuell nur die. Ne, wir machen das hier. 20% mehr Schaden. Dann machen wir mit dem Eingeweidenangriff ungefähr 2000 Schaden. 2100, 2200 Schaden. Ja, so viel ungefähr. Okay. Okay. Bestien. Ah, wir hätten Tabletten mitnehmen können und auch noch Verzauberungen. Da haben wir jetzt gar nichts mitgenommen, ne? Weise aus. Wie hieß der? Koss? Weise aus Koss oder so. Irgendwie so, ne? Aha, okay. Ja, wir sollten auf jeden Fall den Aufzug nach oben schicken. Weil die zweite Phase haben wir jetzt noch gar nicht gesehen. Und ich befürchte... Warte mal. Aha. Ulala, okay. Also man könnte hier theoretisch irgendwo hingehen. Aber ist kaputt. Okay. Interessant. So, den Aufzug nach oben schicken, ja. Könnten auch da runtergehen. Ja, wir lassen uns nochmal den Boss tryen und Anfang nächste Folge. Naja, nee, lass uns den Boss killen. Wahrscheinlich finden wir da unten richtig geile Items. Ja, ja. Euren Boss kill ich jetzt. Alter! Rastet der Typ komplett aus! Alter, aber Hammerwaffe! Hammerwaffe, ey! Das war ein relativ kurzer Kampf, ne? Ein relativ kurzer Kampf. Haha. Das Problem ist, entweder Bestienbluttablette oder Eingeweidenangriff. Beides geht nicht, ne?
Das beides geht nicht. Ja, lass uns erstmal. Ja, lass uns erstmal. Ah! Habt ihr das gesehen? Achso, nein, da sind wir runtergejumpt, ne? Das. Also beides können wir nicht haben. Ja, wir werden es erstmal jetzt eingeweihten Angriff technisch versuchen. Er bietet ja die Möglichkeit. Wenn er morpht, dann können wir eventuell da was machen. Aber was für ein Viech, ey. Der spielt damit, dass man ausweicht, ne? Och. Dafür musste ich teuer bezahlen für den einen Hit. Das wird so nix. Das wird so voll nix, ne? Das wird so nichts. Nicht heute, nicht in Zukunft, auch nie irgendwann. Ja, mal wie viele Hits haben wir auf den gelandet jetzt? 3? So. Okay. Okay, okay, okay. So, ja, wir haben alles genug. Wir haben... Du hast 50.000 Seelen. Tja. Da haben wir irgendwas vergessen, ne? So ein Aufzug oder so. Tja. Wenn ich dran gedacht hätte vorher, den Aufzug wieder nach oben zu schicken, dann wäre das Ganze nicht passiert. So, daran denken, den fucking Aufzug nach oben zu schicken. Da buggen leicht die Ketten. Obwohl das teilweise, glaube ich, absichtlich so aussehen soll, aber das komische Zittern sehr merkwürdig aussieht. So. Oh, mein Blut. Das war ja mal gar nichts. Ach, was war denn das? Ich habe ja gedacht, okay, der Hit ist sicher da und ja, ja, vergiss es. Also in den letzten 5 Minuten habe ich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, ehrlich gesagt. So, okay. Der Boss könnte etwas länger dauern. Gut, dass ich nicht reingelaufen bin. Ich habe mal wieder den fucking Aufzug vergessen. Weil ich die Ketten bewundert habe, dass die so komisch aussehen. Ja, ich glaube, der Aufzug ist nicht richtig programmiert worden. Deswegen sieht es so aus, als würde das zittern. Aber der Tunnel ist tatsächlich zu klein für diesen Aufzug. Und deswegen sieht es so aus, als würde es zittern, weil die als eigentlich ja feste Bestandteile sind. Und er gleitet durch feste Bestandteile. You know. Ergo, er zittert in Anführungszeichen. Yay, und wir holen uns 0 Blutechos.
glaube, manche... Die kann man einfach nicht unterbrechen, manche Angriffe. Ich gehe schon so reflexartig weg. Ey, wie gemein! Nee. Wir werden jetzt kurz uns beamen und die Blut, die Bestien-Morph-Taktik nehmen. Weil so macht das nicht unbedingt Sinn.